Ja, liebe Zuschauer von FS1, es ist wieder mal soweit, Ateliergespräche sind angesagt. Ihr wisst ja, wir haben immer wieder mal schöne Aussichten und Einsichten in das Leben regionaler Künstler. Heute in einem Atelier eines Unikats, das Unikat heißt Günther Edlinger, aber wie man hört und sieht, denkt man, man ist eher in einem Musikstudio. Wann in der Früh die Nacht in den Tag den Kürzer zieht, und wann der erste Sonnenstrahl die letzte Dämmerung unterwirkt, dann steh ich auf in die Kinetten, wo ich schlaf. So steh ich auf. Die Tschutschen kommen und ich muss mich schlecken, so sag's mir auch. So steh ich auf in den Kinetten, wo ich schlaf. So steh ich auf. Ich hab mich schon seit 10 Tagen nicht mehr rasiert und nicht mehr gewaschen. Ich hab nichts mehr flaschen und in der Hand und Taschen. Die gebe ich mir zum Frühstück und dann schnurr ich an und eine Zigarette nach. Und um ein Schuling. Und die Leute kommen mir entgegen, wie der Mauer kommen sie auf mich zu. Es ist doch ganz egal, ob ich was arbeite oder nicht. Wer für die dünne Klostersuppen genügt, wann ich mein Vater unser Bett. Lass mich in Ruhe, wer hat schütteln sein, die Kletten zu. Ja gut, ja gut. Lass mich doch in Ruhe. Geht's in euch, geht's scheiße. Ja, das Unikat Günther Edlinger. Günther, wie kommt's eigentlich, dass du so ein musikalisches Talent hast? Wir dachten, du bist eigentlich Maler. Ich bin Maler, wobei die Musik ist mein Hobby, mein Steckenpferd. Ich liebe Austropop und ich schreibe oft selbst Texte und wir vertonen das und wir nehmen das auch sehr professionell auf. Es gibt ja auch eine CD von mir, wobei ich lebe nicht vom Singen, es ist nur Hobby. Und wenn wir Feste feiern, dann gebe ich meistens was zum Besten und den Leuten gefällt das und mir taugt es. Das ist so einfach so nebenbei eine Geschichte, wo man sich auch ein bisschen ausleben kann, weißt du. Naja, und wenn man so in deinem Atelier ein bisschen rumwandert, kommt man ja zwangsläufig drauf, dass du irgendwas mit Musik zum Tun hast, eine Affinität da sein muss. Man hat Sticky Fingers, Rolling Stones, man sieht den John Lennon, man sieht den, hilf mir, den Keith Richards etc. Also irgendwo muss eine Affinität zur Musik sein. Auf alle Fälle, ich bin ja grundsätzlich ein Rock'n'Roller. Jetzt bin ich mehr Rock als wir Rollen, weil ich schon eine gewisse Lenze auf meinem Buckel habe. Und ich bin ein Fan von dieser Rockmusik, ich bin ein Fan von den Stones, von Led Zeppelin, auch von den Beatles, vor allem von John Lennon. Ich bin ein Fan und die begleiten mich. Joe Cocker, Janis Joplin, das sind alles Leute, mit denen bin ich groß geworden. Nicht besser, wenn ich das sage, mit dem Hip-Hop und mit dem anderen Zinnober, mit dieser technischen Variante der Musik,
mit dem kann ich nichts mehr anfangen. Das ist, da bin ich zu alt oder vielleicht sogar zu gescheit, weil ich weiß, wie man Musik produziert. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist. Ich kenne viele, viele Bands, die sehr gut sind und nicht den Label erreichen wie andere, weil sie nicht entdeckt wurden. Ich bin einfach ein Fan vom Rock'n'Roll und darum mache ich jetzt selber ein bisschen Musik. Also, let's rock and roll. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Unikat Günther Edlinger. Unikat ist ja gleichzeitig dein Label, dein Markenzeichen. Hat Kunst, inwieweit, muss man dann die Frage stellen, hat Kunst was mit Vermarktung zu tun? Grundsätzlich möchte ich zur Kunst einmal eins sagen. Vermarktung ja, weil jeder Künstler, der von der Kunst lebt, muss ja was verkaufen, muss ja davon leben. Ja? Wobei, jetzt komme ich zum Punkt, es gibt so viele Künstler, ich rede auch nicht auf der Welt, ich rede von der Stadt, von Stadt und Land Salzburg, die meinen, sie sind Künstler, weil sie andere Dinge sehen, die man gut verkaufen kann und das kopieren und malen und was weiß ich, was da ist dann. Für mich sind das Leute, die was da einfach den Weg einmal probieren, ob das überhaupt funktioniert. Bei mir ist so, ich selbst schimpfe mich nicht als Maler. Ich bin Bilderbauer, ich baue meine Bilder. Malen dann die alle anderen, die was das alles nachkupfern, das sind die Maler. Ich bin Bilderbauer. Und ich sage nur was dazu, weil wir anfangs einmal gesprochen haben über dieses Thema Kunst. Kunst studieren, angewandte Kunst in Wien, Dozenten zu besuchen, etc. etc. Es ist nur meine Meinung. Das kannst du alles vergessen. Künstler bist dann einer, wenn der Herrgott, wie du auf die Welt gekommen bist, einen Fußtritt mitgegeben hat, damit du Künstler bist. Kunst ist ganz was anderes. Kunst ist sein eigenes Leben zu spüren, zu erkennen und das herauszuarbeiten. Das ist für mich Kunst und nicht irgendwas nachmachen oder nachmachen. Aber lass uns vielleicht von vorne beginnen. Wie hat dein künstlerisches Leben begonnen, beziehungsweise du hattest ja auch ein Leben vor der Kunst. Wie hat denn das ausgeschaut? Ja, ich bin ein Kinderdorfkind, ich bin in Kinderdorf aufgewachsen, Pro Juventute in der Obersteiermark. Habe eine normale Schulbildung hinter mir, Volksschule, Hauptschule, Berufsschule, habe Elektrotechnik gemacht und habe auch einmal in meinem Vorleben, auf Deutsch gesagt, eine normale Erwerbstätigkeit gehabt als Angestellte in einem großen Konzern in meinem Beruf. Habe aber immer zu dieser Zeit schon mich kreativ befasst. Ich habe schon mit 16 gewusst, wer Arnulf Reiner ist, wer Hermann Nitsche ist, wer Günter Brose ist, wer Franz West. Und mir hat das immer schon interessiert. Und ich wurde auch in der Berufsschule und so, weil ich öfter gezeichnet habe, manchmal belächelt. Naja, beim Fußball haben sie immer gesagt zu mir, der soll links außen spielen, der tickt nicht richtig. So war halt das. Und im Laufe der Zeit hat sich das dann bei mir so manifestiert im Kopf, dass ich diesen Beruf dann gewählt habe, vor 25 Jahren. Und ich irgendwie dann nach Monsi rausgekommen bin, mit einem schönen Studium, mit Kollegen zusammen. Und dann ich mich irgendwie gefestigt habe oder irgendwie auch Sachen auf die Reihe gebracht habe, die was dann für mich einen künstlerischen Anspruch hatten. Und auf diesen Anspruch habe ich dann mein ganzes künstlerisches Leben aufgebaut. Ja, ich habe sämtliche Techniken gelernt, selbst gelernt. Ich war nie auf einer Kunstakademie, ich war nie irgendwo bei einem Dozenten, ich habe nie irgendwo geschaut, wie, wann, wer was macht. Ich habe einfach nur für mich dazumals drauf losgearbeitet. Und man sieht, was in 25 Jahren, wenn du heute mein Buch anschaust, von The Art of Pain bis zum heutigen Punkt, was da entstanden ist, ich wundere mich oft selber über das, ja. Ich frage mich oft, habe das alles ich gemacht? Es ist alles mein Schaffen, aber manchmal ertappe ich mich, dass ich mir denke, da oben sitzt einer, der leitet und führt mich. Weil das kann nicht sein, dass man so viele Sachen, so viele Techniken sich selbst beibringt, so viel Bilder oder auch Skulpturen baut, weißt? Es kommen hier Leute her, die fragen, ob ich Angestellte habe. Nein, habe ich nicht. Ich mache alles alleine. Es ist einfach mein Leben, weißt du. Es ist mein Leben, weiß nicht, vielleicht hätte ich ohne dem schwerste Depressionen. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es noch nicht probiert. Es ist einfach mein Leben. Ich bin
immer bei mir im Atelier und mir fällt immer was ein. Könnte man da jetzt sagen, Kunst als Therapieform? Kann man sagen, kann man grundsätzlich einmal sagen, weil ich meine Aggressionen, die was jeder Mensch besitzt, hier herinnen abarbeite. Also ich bin da immer allein, beschäftige mich alleine, ich mache viel, habe einen Kopf dort, aber es geht mein ganzes Leben oder was man jetzt so unmittelbar in der kurzen Vergangenheit und in der nahen Zukunft passiert oder passieren wird, das geht mir durch den Kopf. Also ich denke da sehr, sehr viel, weil ich bin ständig allein und es ist sicherlich eine Art von Therapie. Ja, klar. Ja, was macht jetzt aber einer, der kein Künstler ist, der von 9 bis 12, von 1 bis um 5 im Büro oder im Laden oder irgendwo steht, für den ist das keine Therapie, der hat halt dann ein Burnout oder Depressionen, wie du sagst. Naja, da kann ich da auch was erzählen. Die anderen, also ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die anderen laufen vom Leben davon, die gehen jeden Tag hunderte Kilometer laufen, die anderen rennen in die Berge um und die... Das ist ihre Therapie. Oder die anderen gingen heim, streiten mit ihrer Frau oder Freundin oder manche gingen vom Büro ins Wirtshaus und hocken sie um. Und das ist auch eine Art von Therapie, um das nicht zu spüren, was heute scheiße gelaufen ist. Weißt? Bei mir ist das anders. Ich lasse alles zu. Ich lasse sehr viel in meinem Leben zu. Ich weiß, wann ich nicht gut drauf bin. Ich weiß, wann ich glücklich bin. Ich bin ja eine, ich kann ja das alles sagen. Ich kann weinen und kann lachen. Ich kann verbal ausflippen, kann mich aber auch sehr zurücknehmen. Das sind Tugenden, was man im Leben hat. Wir sind nicht alle einfach, wir sind alle zweifach. Darum gibt es auch bei mir diese Arbeiten, diesen Life-Cut, dieses Positive und Negative. Ich habe jetzt gerade leider ein Bild im Kopf, das ich nicht mehr rausbringen könnte. Hilf mir, Kunst als Therapie. Was ist, wenn alle Menschen auf der Welt Künstler wären? Na, dann hätte man keine Wirtschaft mehr. Die Kunst ist fast nicht lebbar. Also wir Künstler brauchen ja Menschen, die was diese Kunst auch bezahlen. Man darf nicht vergessen, die Leinwand kostet Geld, die Farbe kostet Geld. Der Künstler muss was essen, weil sonst würde er verhungern. Und da brauchst du schon Leute, die was auf der Kunst abfahren und die was da manchmal Bühl abkaufen, die was das zahlen. Stell dir vor, das ist ein guter Ansatz im Leben. Stell dir vor, jeder würde Künstler sein. Es gab halt keine Farbe mehr, weil es keiner mehr produziert. Weißt du, es gab halt kein Geld mehr, weil keiner mehr eins hat. Es gab halt nichts mehr zum Essen, weil nichts da ist. Weißt du, also die Welt würde zugrunde gehen. Es hat eh immer Industrie hat es gegeben, sage ich jetzt einmal, 99% und Künstler nur 1%. Ja? Da ist ja, hat ja das alles funktioniert. Aber es werden ja immer mehr. Ich habe ja nichts dagegen, dass mehr Künstler werden, wenn es gut sind. Und wenn es das ehrlich nehmen, ehrlich und echt, weil ich kenne Leute, die dann nebenbei pinseln und gingen nebenbei einen Job noch. Das ist für mich kein Künstler, das ist für mich eine Therapie, wie man so schön sagt. Der geht halt nicht laufen, der meint sich daheim ein Büdel. Naja, da sind wir jetzt natürlich schon bei einem Thema, wenn wir davon sprechen, dass es Künstler unter Anführungszeichen oder vermeintliche Künstler gibt, die dann eigentlich einen Job nachgehen, aber nur zwischendurch einmal einen Pinsel in die Hand nehmen oder was auch immer. Wo würdest du sehen, ist ein Unterschied zwischen Kunst und Handwerk oder impliziert Kunst gleich Handwerk? Also Kunst kommt von Können und ein Handwerker kann auch was. Ein Handwerker geht nicht umsonst 3 Jahre in eine Berufsschule und zu einem Lehrherrn und lernt Tischlerei zum Beispiel. Also Kunst kommt von Können. Der Unterschied ist der Handwerker macht das bis in die Pension, also nicht alle, die meisten, was er mal gelernt hat und verfeinert das. Zum Beispiel, er verfeinert Dinge, was er gelernt hat, das kann man machen, das kann man und das kann man draus machen. Hat irgendwie auch einen leichten künstlerischen Touch, weil er sich selbst einbringt, weil er selbst seine Idee einbringt. Der Künstler selber, der muss auch handwerklich geschickt sein, weil er muss mit Form umgehen können, er muss Farben mischen, er muss seinen Keilrahmen zusammenbauen im rechten Winkel, er muss die Leinwand aufspannen, er muss mit Werkzeugen umgehen können, nicht nur mit dem Pinsel, auch mit einer Kombizange etc. Und dann kommt das Werk. Und das Werk ist wieder so, es gibt Künstler,
die malen was und dann gibt es wieder Künstler, die malen aus sich heraus oder arbeiten aus sich heraus. Die haben, wie wir eingangs schon mal gesagt haben, eine leichte depressive Störung in sich und die versuchen sie an die Leinwand zu bringen. Die, wo dann irgendein Psychologe hergeht und sagt, na, wie war denn der drauf? Dabei war der gar nicht so drauf. Das war nur sein Momentzustand, möchte ich dazu sagen. Ja? Ob der jetzt viel schwarz oder rot nimmt, um das geht es gar nicht. Er versucht sich rauszumalen. Und diese ganzen Komponenten vom Handwerk und von der Intuition, von sich selbst zusammengefasst, das zeichnet einen Künstler aus, wenn er zu sich ehrlich ist, wenn er seine Gefühle auf die Leinwand bringt oder in eine Skulptur bringt, wo auch immer. Weißt du, und auch zu dem steht, er muss zu seinen Arbeiten stehen. Auch wenn es für die Masse scheiße ausschaut oder dumm oder was weiß ich, er hat es ja für sich gemacht. Er muss dazu stehen. Und das ist für mich einer, der was, das ist für mich ein Künstler, weißt du, weil ein Künstler ist ja auch nicht immer gleich. Er wird älter, er sieht Dinge. Ich gehe zum Beispiel immer mit offenen Augen durchs Leben, ich sehe viel. Wenn ich durch die Stadt gehe oder in einem Land bin, ich sehr viel und nehme diese Inspirationen, die Energie und die Kraft, was ich dort saug, nehme ich mit zu mir ins Studio. Und dort bekomme ich wieder neue Ideen. Und darum entstehen diese Dinge, was ich mache, diese Techniken, diese Motive, alles, was ich da so zusammen mache, entsteht dadurch, weil ich ein gewisses Alter erreicht habe und weil ich mit offenen Augen durchs Leben gehe. Ich bin ja Neo-Expressionist, zeitgenössisch Neo-Expressionist. Mit einem gewissen Hang zur Popart. Und das passt wieder zu meinem Jahrgang, weil ich liebe Rock'n'Roll-Musik. Und du weißt, wie die Popart geboren worden ist. Und das ist alles so meins. Das, was ich in mich schon als 17-, 18-, 19-Jähriger aufgesaugt habe. Darum ist es heute so. Weißt, ich könnte nicht da jetzt hergehen und irgendwie eine Videokunst gestalten. Weil das ist schon für die andere Generation, die was schon noch mehr gekommen ist. Ich bin eher noch der Erdige, der Künstler, der was noch alles greift und sieht, ich will ein Bild sehen. Ein Video musst du immer einschalten und irgendwo runterlassen. Es gibt ja Videokunst, ganz gute sogar. Und, weißt du, das bin ich nicht. Das sollen andere machen. Ich mache meins, diesen Neo-Expressionismus, diese Power, diese Energie, was ich da reinhaue, das ist eher meins, weißt du. So. Du sollst Gott nicht langweilen. Ich verschwende meine Zeit nicht. Ich denke gerne groß, frech und kühn. Die Basis meines Daseins ist der Respekt vor dem Leben. Ich sehe mein Leben als einen ewigen Lernprozess. Ein Wunder, dass ich da sein darf und mich in meiner künstlerischen Vielfalt ausleben kann. Ich achte die tiefen Wünsche in meinem Inneren als einen Ruf der Evolution. Sie lockt mich aus der Höhle des Etablierten und in neue Abenteuer. Ich bin ein Rebell meines Geistes. Ich hebe gerne ab und achte deshalb darauf, dass es für mich immer eine klare Landebahn gibt. Naja, Günther, da muss ich dich jetzt schon fragen, wer hat denn das geschrieben? Das klingt wie ein großer Schriftsteller aus dem 19., von mir aus auch 18. Jahrhundert. Nein, das habe ich geschrieben. Ich habe dieses Buch heuer zu meinem 25-Jahr-Jubiläum herausgebracht und grundsätzlich wollte mir der Dr. Anton Guck meine Vorwörter schreiben, aber der ist leider 3 Monate davor verstorben und dann war ich auf der Suche, wer mir was schreibt und so und dann habe ich mir gedacht, die kennen mich alle nicht gut, ich kenne mich selbst am besten, ich schreibe mir den ganzen Zinnober unter Anführungszeichen jetzt, selber, weil ich weiß, wie ich fühle, ich weiß, wie ich denke, ich weiß, wie ich tick. Und ich bin sowieso immer einer gewesen, der was sich an und für sich eh kein Blattl vom Mund genommen hat, im verbalen Bereich und habe immer alles den Menschen aufs Gesicht gesagt. Auffallend ist natürlich da in deinem Vorwort die Schlagzeile, du sollst Gott nicht langweilen. Was meinst du damit genau? Da meine ich mich grundsätzlich selbst. Ich bin ein Mensch, ich denke, dass ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich lasse ein paar Mal krachen. Ich habe selber 2 Kinder, aus denen ist allen was geworden. Dank meiner Ex-Frau natürlich, auch ein bisschen von mir. Und ich möchte, wenn ich sage, du sollst Gott nicht langweilen,
da meine ich natürlich auch damit dich, meine Mitmenschen. Ich bin halt einer, ich gebe immer oder versuche immer zu geben. Ich bin nicht gescheiter wie andere. Das wollen andere sagen, die Edlinge ist so gescheit. Ich selber sage das nicht. Ich bin nur anders. Weißt du, ich will, wenn wer zu mir einer kommt ins Atelier oder wenn ich wo bin, ich bin keiner, der was da sitzt und schaut oder steht und Leute beobachtet und sich dann über andere Leute die Pappen zerfetzt. Das bin ich nicht. Ich bin ich selber. Ich sage das und ich möchte auch keine meiner Mitmenschen mit mir langweilen. So meine ich das. Also. Und natürlich auch mit deinen Bildern nicht, schätzungsweise. Ja, sicherlich auch nicht mit meinen Bildern, natürlich, überhaupt nicht. Ich meine, ich bin ja kein Bes, wenn er sagt, das Bild gefällt ihm nicht. Das ist, alle Kunst ist sowas von offen, dass er nicht geht. Wir schauen uns ja dann in deinem Atelier ein bisschen um, aber nur schnell ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wenn man nach Kapstadt fliegt, also nach Südafrika fliegt und in ein Weingut mit Restaurant reingeht, kann es passieren, dass man einen Günther Edlinger sieht. Aber einen Günther Edlinger, der heute ganz anders ausschaut, beziehungsweise seine Werke. Wie ist denn deine Schaffensperiode? Hast du da so Phasen wie der Picasso oder wie andere, wo du sagst, vor 30, vor 25 Jahren habe ich angefangen mit Bleistiftzeichnungen, heute mache ich diesen modernen Expressionismus. Wie haben sich deine Techniken entwickelt? Weil deine Technik heute schaut ja, glaube ich, anders aus wie die du vor 25 Jahren. Wie war das? Wie ist das heute? Wie ist die Entwicklung? Naja, wie ich habe es eingangs schon gesagt, ich mache das seit 25 Jahren. Sicherlich, probieren geht über studieren, okay? Und die Techniken haben sich deswegen so entwickelt, weil ich bin nie auf eine Kunstakademie gegangen. Wäre ich auf eine Kunstakademie gegangen, würde ich die Techniken und die Malstile dieser sogenannten Dozenten verfolgen. Das heißt, da gibt es einen Christian Ludwig Attersee, der unterrichtet dort, dann gibt es nur 20 andere Attersees im kleinen Kreis. Da war ich immer ein Verfechter gegen dem. Es ist schon in Ordnung, dass ein etablierter Künstler wem was zeigt, aber nur eine gewisse Zeit. Und nicht so lang, bis einer den ständig nachmalt. Das geht nicht, okay? Und so habe ich mir meine Techniken selbst entwickelt, erfunden, wie auch immer. Meine Techniken sind ja auch entstanden durch mein vieles Arbeiten, weil ich einfach zu schnell gearbeitet habe. Jetzt ist mir oft irgendwas noch nicht trocken gewesen und habe draufgearbeitet, dann habe ich gesehen, boah, was da Geiles passiert, das habe ich gar nicht gewusst, dass das so geht. Und das ist alles in meinem Kopf drinnen, weißt? Ich konnte ja... Ich bin ein Wahnsinn, was ich jetzt im Kopf drin habe. Ja? Und so arbeite ich das immer aus. Und so lasse ich auch verschiedene Techniken in meinen Werken einfließen. Zum Beispiel meine dunkle, schwarze Phase, was du vorher angesprochen hast. Da war ich so um die 30, 33 Jahre alt. Da bin ich damals mit Drogen in Berührung gekommen. Da hat es mich natürlich sehr, im Nachhinein betrachtet natürlich, abgezogen. Und ich habe wirklich eine sehr schwarze Phase gehabt. Ist in dem Buch auch drinnen. Ich kann deswegen sehr, sehr gut über diese Thematik sprechen, weil ich war auf Therapie und wir haben es das gelernt. Aufarbeitung, indem man darüber redet. Okay? Und in diesem Buch ist dieser Zyklus drinnen, The Art of Pain. Da sieht man sehr wohl, wo der Edling einmal war, wo er mal gestanden ist, wo er wirklich tief unten war, wo das Licht des Tages nicht mehr gesehen hat, wo er wirklich im Loch war und wie es heute ist, weil das Buch zieht sich die letzten 25 Jahre durch. Ja? Und da lernt man Phasen und Techniken. Ja? Hier gibt es dann einmal die Glückliche, dann hast du einmal eine Freundin gehabt, da warst du drauf, als wisst lauter, was weiß ich, 500 Kilo Cerebram geschluckt hättest von mir aus, so glücklich und so stark warst. Da war natürlich das wieder ein bisschen anders. Aber das ist ja alles, wie wir wissen, im Leben flaut ja alles, wenn ich ab, steigt wieder irgendwo und flaut wieder ab. Und so entsteht die Kunst. Wenn mir einer sagt, die blaue Phase von Yves Klein mag alles nett und schön sein, ich glaube sie ihm nicht. Es war einfach das Blau da. Und jeder wollte es und darum ist es gegangen. Die Phasen eines Künstlers, die gibt es sich alle durchs Leben selbst vor. Also das heißt, er inhaliert das Leben, gut, schlecht, wie auch immer, und aus dieser Thematik heraus entsteht eine Phase des Glücks, des Unglücks, der Depression
alles, was so im Leben auf sich zukommt, so entsteht das. Wenn man sich deine Bilder heute anschaut, da ist ja viel Farbe auch dabei. Was natürlich auch auffallend ist, dass du ein Künstler, schon ein Künstler bist, der auch moderne Techniken in Anspruch nimmt, und zwar moderne Techniken im Sinn von Computer. Unbedingt. Ich habe das nicht immer gemacht. Mir hat das ein Kollege einmal gesagt, denke ich mir, Alter, sowas von Geiles, der Andy Warhol dreht sich im Grab um, wenn er das gehabt hätte. Okay? Und dann habe ich mich ein bisschen gespielt. Ich habe das nie gelernt selber. Ich habe Learning by Doing gemacht. Ich bin heute da, wir haben einen Grafiker da drüben sitzen, der kommt oft um und sagt, Günther, fahren wir mal da drüber. Wir brauchen ein bisschen diesen künstlerischen Aspekt in unserem, in unserer Arbeit drin. Ja, spiel sie einmal ein und mach sie einmal. So, das ist schon eine Hilfe, muss man sagen. Nur, das ist nur ein Motiv. Das muss einmal gesagt werden. Nicht nur am Computer arbeiten und irgendwo auf. Nein, das ist nur ein Motiv. Wohlgemerkt, dass ich kann mir früher, bin ich hergegangen, habe ich gemahlen, die Farbe war jetzt nichts geworden. Fährst mit einem anderen drauf, dann ist im Endeffekt, habe ich das Bild nach 3 Wochen übermalen, weil es nichts geworden ist. Heute ist es viel einfacher. Heute entwickle ich mir das Motiv und nach dem mache ich das Bild. Das ist schon eine Hilfe. Aber heute ist ja die Zeit viel schnelllebiger. Und heute ist ja alles schon digitalisiert. Wenn heute keiner mehr einen Computer hat, gehört jetzt am alten Eisen, weißt du? Heute ist es einfach so. Und warum soll man es nicht in Anspruch nehmen? Ich meine, du musst ja das auch, was in dem Kastel gemacht wird, das muss man ja auch beherrschen. Muss ja alles passen. Der will auch nichts ausreißen oder sonst irgendwas, weißt du? Es ist eine, grundsätzlich ist nur eine Hilfestellung, dass du jetzt weißt, in etwa, wie das Bild, wenn es ein Porträt werden soll oder so, wenn es frei meinst, wenn ich ein Schüttbild mache, ist das eh an, braucht man das alles nicht, dass du weißt, wie das grundsätzlich mal werden könnte. Es wird dann eh immer anders, ist ja ganz logisch, weil du fährst ja mit der Farbe drauf, du legst es drauf, du prascht es dann drauf und dann passt das nicht, dann fährst du auch noch einmal drüber. Aber grundsätzlich ist es eine Hilfe und du weißt schon in etwa, wie es Bild wird. Wenn ich heute ein Live-Action-Painting mache, weiß ich es nicht. Da habe ich 4, 5 verschiedene Farben, da habe ich eine große Leinwand, da knall ich die Farbe hin, dann ziehe ich mir ein Model rein, da läuft eine gute Musik hinter mir und dann lasse ich meine Seele raus auf diese Leinwand. Da fliegen die Fetzen. Ich mache jetzt übrigens am kommenden Mittwoch eins von Proventute in der Residenz. Das ist was anderes, da braucht man keinen PC dazu. Da kannst du den PC vergessen. Das ist Action Art. Das ist eine Live-Action-Painting, ja. Und dann sicher spüle ich mich da mit Motiven hin drinnen, was ich dann freilege. Dann habe ich ein nacktes Model, das schmier mit Farbe ein. Nicht sexistisch gemeint, das ist nur künstlerisch. Eh nur wird verpackt von mir, wird mit Farbe eingeschmiert und wird im Bild abgedruckt, so wie man, dann kommt er wieder raus und dann entsteht ein Kunstwerk. Das ist ein Unikat schlechthin und das ist und das dauert 17 bis 20 Minuten. Und die Leute sehen das, wie das funktioniert. Sie spüren das direkt. Und der Künstler hat halt die Energie, oder sollte sie haben, das an die Leinwand zu bringen. Naja, eine schöne philosophische Plauderei, würde ich einmal sagen. Und zum Abschluss habe ich nur eine ganz wichtige Frage an dich. Du bist nicht vorbereitet drauf. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht ins Schwitzen, wenn ich dich frage, wie wird denn das Werk vom Günther Edlinger in 25 Jahren ausschauen? Da habe ich grundsätzlich einmal, weil ich gehe, naja, gut, jetzt wäre 60, 70, 80, vielleicht lebe ich noch, sagen wir in 50 Jahren. Ich glaube es nicht, ich weiß, dass ich was hinterlasse. Bin immer 100%ig sicher. Unsere Stadtväter, wo ich in der Stadt Salzburg bin, die wissen das heute noch nicht, aber die Nachfolgeväter werden das irgendwann einmal checken. Ich weiß, dass das eine sehr kritische Antwort von mir ist, weil bei uns in der Stadt wollen sie nur die Ausländer haben. Brauchst du nur aufschauen aufs Museum am Berg, da kommen nur Ausländer auf, Einheimische hat oben überhaupt nichts verloren, muss man auch mal sagen. Ich habe mit Herrn Schellhorn schon einmal über dieses Thema gesprochen. Nur, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert, entschuldige. Genau. Wenn ich jetzt nach Amerika umgehe oder nach China, ist ja wurscht wohin, und ich habe dort Erfolg. Legen Sie mir am Salzburg Airport, wenn ich dort lande, einen roten Teppich aus und die Musikkapelle von Sitznheim spielt
einen Schneewalzer oder ist wurscht was. Nur ich weiß das schon, ich werde diesen roten Teppich nicht betreten. Sicher nicht, weil ich weiß, wie man hier nicht von allen, aber von vielen behandelt wird. Ja, der Edlinger, ja, immer angesoffen, das und das, was nicht stimmt. Nur weil ich anders bin als die anderen, habe ich noch lange nicht das Recht, mir das herauszunehmen. Weißt du? Und jetzt kommen wir mal zurück auf deine Frage, wie wird mein Werk in den nächsten 25 oder 50 Jahren ausschauen? Da habe ich ein Buch, da habe ich was Schönes geschrieben. Und das möchte ich jetzt vorlesen. Sind wir gespannt. Ich brauche die Brühe, weißt du? So. Und zwar eine klare Ansage. Hassen dort mein Schlusswort, Selbstmitleid ist scheiß langweilig. Alles, was ich jetzt gesagt habe über die, das klingt nach Selbstmitleid, ist aber kein Selbstmitleid, es ist nur eine Aussage von mir. So, Selbstmitleid ist scheiß langweilig. Wenn ich mich das nächste Mal schuldig fühle und voll und ganz zu meiner Wahrheit stehe, erinnere ich mich daran, dass ich sterben werde. Und zwar alleine. Keiner wird da sein, vor dem ich gekuscht und mich verbogen habe. Keiner wird da sein, der mir auf die Schulter klopft, weil ich so nett und angepasst gelebt habe. Ich werde alleine sein. Und das ist sicher. Und ich werde mich für jede Sekunde meines Lebens, in der ich mich verleugnet habe, vor Wut in den Arsch beißen. Wenn du das liest, hoffe ich, das Leben küsst dich zwischen den Zeilen und bringt dir das Wahre in dir zum Schwingen. Ich genieße meine unbegreifliche Reise mit allen Höhen und Tiefen. Und ich traue mich, bemerkenswert zu sein. So ist, wollte ich noch sagen, es ist das Schlusswort meines Buches. Und wie gesagt, Selbstmitleid ist scheiß langweilig. Wir leben ein Leben und das sollen wir genießen, auch wenn andere nur so über einen denken. Scheiß drauf. Da kann ich nur sagen, mit dir war es nicht langweilig, Günther. Alles Gute, vielen Dank und bis bald hoffentlich. Ich gehe davon aus, dass wir uns wiedersehen. Alles gleich sogar, danke.